Eine Arthroskopie wird in der Regel dann durchgeführt, wenn in einem Gelenk Gewebstrukturen durch einen Unfall oder auch verschleißbedingt zerstört sind. Hier kann man Bänder, Sehnen, Knorpel, aber auch Knochen rekonstruieren. Man kann Entzündung entfernen und man kann die Anatomie wieder biologisch herstellen. Bei der Arthroskopie wird durch eine minimalinvasive schonende Technik über sogenannte Stichinzisionen ein Gelenk operiert. Hier wird in einer Hand eine Kamera mit Licht geführt und in der anderen Hand die Instrumente, die zur Rekonstruktion der zerstörten Struktur verwendet werden. Die Vorteile der Arthroskopie sind eine sehr schonende Technik, bei der es zu weniger Blutung und Schmerzen für den Patienten kommt. Des Weiteren kann man bei der Arthroskopie genauer und präziser arbeiten als bei vielen offenen Operationen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich tiefer in den Körper vordringen kann als bei einer offenen Operation.